Willkommen. Tommy, Juli, willkommen im Schneeresort bei Nacht. Sah voll schön aus, ne? Ja. Als nächste Aktivität schlage ich vor den Schneemannbau. Auf der Karte siehst du, wo du hin musst. Ja, wir haben ja, ich glaube, in der vorletzten Folge die Tageszeiten freigeschalten. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir mal die Nacht zum Tag. Ja, und das sieht schön aus. Ich bin echt begeistert, Alter. Das sieht voll gut aus. Kann man eigentlich in diese Häuser rein? Das bezweifle ich. Das ist ja auch irgendein Bonzenhotel. Also, wenn du Money hast, dann kannst du ja mal fragen, ob du das Shit. Ey, es ist ja viel geiler als bei Tag, ohne Spaß. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das Seeresort bei Nacht aussieht. Ja. Also wenn wir da nochmal hinreisen, um alles zu erkunden, dann werden wir das definitiv bei Nacht tun. Boah, das sieht echt voll schön aus, da wo du jetzt rumfährst. Ja. So, aber wir wollen keine Zeit verlieren. Wo baut man hier? Wir machen die nächste Aktivität. Allerdings fällt mir da gerade ein. Was soll denn das? Ich fall ständig wollte doch dieses Pinguin-Outfit anziehen. Ja. Das konnte man nicht machen, weil wir, naja, die letzten zwei Parts auf einmal aufgenommen haben. Wegen der ganzen Höhle und so hat sich das etwas in die Länge gezogen. Was ich hiermit ausgerüstet hätte. So, und jetzt geht's weiter mit dem Schneemann bauen. Ja. Bin schon Schneemann, da. Schneemann, ich war schon eher da. Unser neuer Hund sieht aus wie ein Hotdog, also. Das ist ein Corgi. Lasst euch davon nicht wundern. Das ist einfach nur ein Hotdog. Oder ein Fuchs mit einem langgezogenen Bauch. Das ist ein Corgi. Nein. Hotdog. Das Schneeresort ist bedeckt mit weißer Pracht und was macht man mit so viel Schnee? Schneemänner bauen natürlich. Hier kannst du Schneemänner bauen. Du kannst bis zu 8 Stück machen und verzieren. Du kannst sogar die, die dir nicht gefallen, zerstören und neu anfangen. Also lass deine Fantasie freien Lauf. Na los! Ich werde mit Absicht nur hässliche bauen, um die dann zerstören zu können. Rolle, staple und dekoriere Schneebälle, bis dein Traum in Weiß vor dir steht. Schneebälle formen auf A. Und bewegen halt. Und du bewegen. Musst ja die Kugel größer machen. Ja, aber ist das alles? Das kriegt doch jeder hin. Na, wir werden gleich sehen, ne? Wenn du weinst, dann. Willkommen im Schneeparadies. Was willst du machen? Einen Schneemann bauen oder nur einen ansehen? Bauen. Bauen, hallo? Also je größer die Kugel, desto besser, oder was? Ja, ich denke mal schon. Was? Ob du wenn du den Schneeball platzierst, kannst du ihn danach nicht mehr bewegen. Schneeball wirklich ablegen? Nee, wenn du so fragst, dann noch nicht. Ich tue aber meinen jetzt ablegen. Hä? Willst du diesen Schneemann oben drauflegen oder möchtest du umhauen und neu beginnen? Dankeschön. Ja, mein Körper ist größer. Klatsch das drauf, weil das unterste sollte ja das größte sein und dann soll es ja immer kleiner werden. Ja, das ist mir schon klar. Genau. Noch einen, oder? Weil zwei sind zu wenig. Nee. Kannst du noch einen? Oder noch? Doch, einen würde ich schon noch machen. Komm, einen kleinen. Na gut. Ja, dann mach du das. Das reicht schon. Ja. Jetzt geht's ans Dekorieren. Kopfbedeckung. Ja, das ist, glaube ich, was für Frauen. Daher tob dich aus. Nein, ich wollte wissen, was das ist. So. Ja, da kannst du, glaube ich, die Position noch ein bisschen verändern. Ja, genau. Ja, ich mache ein bisschen größer machen und so Sachen. Rechts nach links schieben. Augenbrauen. Aber warum muss denn der einmal unbedingt rosa sein? Warum? Es muss so sein. Weil er fette Augen einfach hat. Ja. Die Augenbrauen sind es ja nur. Ja, das sieht wirklich cool aus. Ja, nimm das mal. Ja, lass das. Lass nehme das ich. So. Ich mach sie nur ein bisschen größer. Mehr geht nicht. Du bist ein chilliger Typ. Ja. Hey, warum nur so? Oh mein Gott. Mund.
Ja, das sieht so wie ein Pedo aus. Nimm das erste. Ja, ja, dieses Jahr. Ja, nee, nein, das, das, ja. Das muss sein. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja. Der Pedo-Schneebär. Schneemann. Hände. Deswegen ist er auch rot. Kommt her! Ja, meine Kinder! Liebe Kinder! Ich mach die Hände wirklich groß, damit er sie mehr Kinder fangen kann. Scheiße, was soll er? Du solltest nur einen Schneemann bauen, jetzt hast du so einen Schwerverbrecher erstellt. Oh Mann. Mit pinken Knöpfen. Die sind lila. Ja, lila, stimmt. Also, das wäre dann unser Pedo-Schneemann. Schade, dass man den nicht benennen kann. Aber der sieht schon krass aus. Ja. Oh mein Goodness. Was haben wir getan? Was hab ich getan? Baut den mal nach im Winter und schickt mir das Foto, Leute. Ja. Schön auf Twitter und Insta. Mit denselben Augen, aber. Ja, ja, genau so. Mach mal genau so einen nach. Yippie, Schnee, zeig mal, was sonst noch für was euch sonst noch für Schneemänner einfallen. Aber bau nicht zu viele, sonst geht dir der Platz aus. Was ist das nächste bitte für eine Aktivität? Irgendwas mit Skiern auf jeden Fall. Okay. Und jetzt zum Kawabi-Stempelsprint. Als nächste Aktivität schlage ich vor. Die Buckelpisten fahren. Ja, die findest du beim Tanzfrosch. Tanzfrosch? Tanzfrosch. Was? Was ist das? Was? Das Pinguin-Outfit ist übrigens gar nicht so scheiße. Ich dachte, das wäre übelst cringy, aber es ist eigentlich ganz okay. Nein, so cringy ist es nicht. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich halt keine Kopfbedeckung tragen kann. Das also können echt? Die Mies nämlich nicht. Das kann man nur, wenn man den Avatar wählt. Aber wir wollten das Ganze halt ein bisschen persönlicher machen, deswegen spielen wir mit Mies. Und da vorne ist ein Ballon. Zwei sogar. Bumm. Aber ich glaube, mit Kopf, mit so Pinguin-Kopf sehe das noch süßer aus irgendwie. Ja, bestimmt. Aber dennoch. Pinguins sind einfach süß. Ey, wie viele Ballons sind denn hier? Und was ist denn das für einer? Der steckt im Schnee fest. Ja, hilf ihm mal. Ist ihm geholfen? Habe ich jetzt gerade 100 Punkte dafür bekommen? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Cool, Mann. Seht ihr, Leute, sozial sein ist eine gute Sache. So hilfsbereit kenne ich dich ja gar nicht. Oh, warte, da ist auch einer. Echt? Ja, warte. Warte, warte. Wie viele stecken hier denn bitte im Schnee fest? Der ist ja jetzt von selbst rausgekommen. Und was ist das? Hey, lol, ich hab einfach so random eine Schatztruhe gefunden. Ja, läuft bei dir. Ach, jetzt werde ich auch zu dir hingeportet. Läuft. Willst du diese Schatztruhe öffnen? Natürlich nicht. Na klar! Du hast das T-Shirt-Outfit erhalten. Okay. Ja, nice. Einfach so. Also sind die teilweise hey, gar nicht so heftig Ski. Versteckt? Gib mir die bitte her. Hallo, gib mir bitte deine Ski. Ich brauch sie. Hör auf, ihn zu beklauen. Oh Mann, ey, keiner gibt mir was. Hey, da bist du ja. Ja, ich geb dir auch nix. Ich wollte nur... Nett sein, ich wollte einfach nur nett sein und den aus dem Schnee ziehen. Jetzt komme ich gar nicht zu meinem Schneemobil mehr. Ich nehme, glaube ich, den dümmsten Weg da hoch. Ja, ich würde auch. Also genau, das macht so witzig. Boah, das erinnert so mich irgendwie an Zelda, an diesen Geistertempel, wo man da so hochklettern musste, so. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, was du meinst. Den letzten da in der Wüste. Ist hier noch ein Foto? OOT. Ist hier noch ein Foto? Weil es sah gerade so aus. Nee, nur so ein Typ, der einen zulabert. Yo, ich spreche ihn trotzdem an. Und ein Liebespaar. Oh, wenn du richtig übel Buckel suchst, dann ist die Tanzfrosch-Buckelpiste genau richtig. Wenn du um diese Buckel herumkommen willst, musst du kurze Schwünge beherrschen. Skiprofis summen manchmal etwas vor sich hin. ZL gibt den rechten Schwung. Ob das stimmt? Ah, ein Tipp für unsere nächste Mission, wie mir scheint. Eine gute Sache. Hey, Krillin! Ist echt so? Wie geht's? Du lebst, ja. Ausnahmsweise mal, ja.
Haha, ich bin der Buckelpisten-Opa. Ich fahre schon seit Kindestagen, aber meine Leidenschaft für diese Sportart ist immer noch ungebrochen. Wie oft er wohl da gestorben ist. Ich habe gerade wieder eine Buckelpisten-Herausforderung geschafft. Man wird mit jedem Lauf besser. Harte Arbeit zahlt sich immer aus, so viel ist sicher. Na, bist du zum Buckelpistenfahren hier? Ich setze dir schnell ein Ziel und dann kannst du loslegen. Cory, ich habe einen wichtigen Auftrag. Und zwar... Von hier jubeln. Dich zu einem Hotdog verarbeiten lassen. Meistere mit kurzen Schwüngen die Buckel und zeige auf dem Weg ins Ziel an den Rampen spektakuläre Sprungtricks. Oh Gott, okay. Das wäre ein Ziel. Bewertungsgrundlagen. Anzahl, Schwünge und Fehler, Zeit und dann die Tricks. Okay. Also wenig Fehler machen, mit ZL gut in die Kurven legen offensichtlich. Mhm. Und tricksen. Na dann, probieren wir's. Buckelpiste. Auf der Buckelpiste zählen Kurventechnik, Timing, ein gutes Gleichgewicht. Und viel Glück. Und viel Glück. Klasse. Ich glaube, wir werden den ersten Versuch komplett verkacken. Oh shit. Oh fuck. Was machst du? Du hast mich jetzt voll geschubst. Oh nein! Shit! Ich glaube, man soll hier auch besser um die Kurven fahren. Ja, nee, völlig verkackt. Das war mir aber klar. Oh, und du warst so knapp dran. Echt? Ja, 3 Punkte haben dir gefehlt, um den Rang 1 zu bekommen. Oh nein. Aber wir waren beide brutalst schlecht. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Nee, ich habe halt am Anfang gedacht, es wäre irgendwie besser, über die Buckel drüber zu springen. Warum auch immer. Aber es ist nicht besser. Es ist nicht besser. Okay. Nochmal. War eh klar, dass es nicht funktionieren wird beim ersten Versuch. Also hier schön cool. Hä? Aber wieso gerate ich jetzt dennoch aus dem Gleichgewicht? What the f... Was machst du da? Ich bin halt echt kein Experte. Cool, du wenigstens die 200 Punkte, bitte. Das ist wieso falle ich immer auf die Schnauze? 300. Ist mir egal. Das Spiel liegt mir nicht. Ich habe genau das gemacht, was sie von mir wollten. 300 könnte sogar Rang 2 sein. Ja, 3. Rang 3 sogar. Ja, ja, ich bin zufrieden. Ja, ich auch. Danke dir. Du bist zufrieden. Wäre ich an deiner Stelle nicht. Hauptsache, das geht vorbei. Der Schmerz. Okay, da war gerade, glaube ich, nochmal ein Schatz markiert. Hast du es gesehen? Echt? Ja, ich glaube. Haha, das sah gut aus. Dein Talent kommt langsam zum Vorschein. Jetzt hast du die Chance, es an die Spitze zu schaffen. Komm bald wieder. Ein neuer Rekord. Juhu. Nee, also das liegt mir wirklich überhaupt nicht. Da bin ich schon froh, dass du das jetzt quasi für uns beendet hast. Das nächste ist, glaube ich, Angeln. Glückwunsch, ihr beiden, zu 20 Stempeln. Das ist jede Menge Wissen über die Kawaii-Insel. Und Experten verdienen super tolle Geschenke. Eine ganz eigene Villa. Oh. Alles klar. Wenn es so ein Real-Life wäre, man macht so ein Ding und bekommt dann eine Villa geschenkt. Bestes Leben. Hey, du Bestes. Warst nett zu mir. Ich schenke dir eine Million Villa. Ja. Okay, danke. Man findet sie im Villengelände. Läuft. Gehen wir da jetzt hin? Keine Ahnung, du. Krass. Eine eigene Villa, das wäre schon was. So, voll am Strand und so alles. Top. Ja, wir sind echt jetzt in der Villa. Yay! Ich tanze. Deine Villa ist bereit. Als ob sie mich alle betanzen würden. Als ob ich dich betanzen würde. Das wären die letzten Neider eigentlich. Die würden wahrscheinlich sogar hier einbrechen wollen. Ja, tanz, Junge. Tanz für mich. Aber hier in dieser Welt gibt's keine Neider. Da sind alle, ja, alle fröhlich, gönnerisch. Alle lieben sich. Ja, voll die schöne Welt. So, und diese Villa kann man jetzt, soweit ich weiß, auch einrichten. Ja, mit schicken Sachen. Aber diese Sachen sollte man natürlich erstmal freischalten. Willkommen auf dem Villengelände. Darf ich dich herumführen? Komm, Juli, du hast vom Informationszentrum eine Villa erhalten. Das ist so geil. Zieh dir eine Villa an. Sobald du fertig bist, komm zurück zu mir. Sehr, sehr realistisches Szenario, ja. Auf jeden Fall. Wow. Kann man sich auch noch umziehen? Ja. Okay.
glaube, das hier ist das Dekorieren. Ja, und was ist damit? Es gibt sogar eine eigene Hundehütte. Also auch unser Hund hat eine Villa. Willkommen beim Renovieren. Hier kannst du das Aussehen deiner Villa verändern und sie innen mit Möbeln verschönern. Fleißiges Punkte sammeln wird mit höherem Spielerlevel und Schlüsseln belohnt. Mit Schlüsseln kannst du neue Sachen zum Renovieren deiner Villa erhalten. Im Pausenmenü bzw. den jeweiligen Menüs in den Aktivitäten erfährst du, wie genau du die Punkte verdienst. Und jetzt wird renoviert. Viel Spaß dabei. Ja, schauen wir uns das mal an und so richtig gehen wir dann am Ende ab dann. Würde ich auch sagen. Wenn wir alles gesammelt haben. Wir werden jetzt vom Spiel sowieso gezwungen, uns mal anzuschauen. Dann tun wir keine Wahl. Die halten uns so eine Knarre an die Schläfe und sagen, ihr müsst euch das jetzt anschauen. Vielleicht kann man die Bilder, die man gemacht hat, als Poster aufhängen. Das wäre irgendwie cool. Erstmal Umbau, komm. Oh Gott. Ja, das... Farbe, du kannst andere Designs... Nein, nicht das, ich will das andere, hallo? Das. Du willst das? Ja, das andere ist doch voll die Bruchbude. Ich finde das super hässlich. Und das ist schön. Das nicht, aber es ist besser als das. Das hier sieht... Das sieht furchtbar aus. Also ich bleib bei dem. Okay. Aber ein Grün ist eigentlich am geilsten. Wir haben ja eh noch kaum was freigeschaltet, du siehst es ja. Es lohnt sich eigentlich noch gar nicht, hier irgendwas zu machen. Aufteilung. Jetzt wirst du Architekt. Ja, schon zwei Zimmer, oder? Ich würde es so lassen. Mit Zimmer. Ja, mit Zimmer. Ja, das ist das Dachgeschoss. Deine zweite Villa. Deine zweite Villa. Ja, wie viele habe ich denn? Wobei ich glaube, die eine ist meine und die andere ist deine. Ja, es kann sein. Umzugskiste. Ja, Wahnsinn. Ach so, jetzt können wir hier die Schlüssel verwenden. Ja. Ja, und hier können wir noch weitere Sachen freischalten. Ja, dann machen wir mal Sachen schön freischalten. Auf. Oh Gott, das ist mega hässlich. Ja, schalte halt alles frei. Du hast ja nichts freigeschaltet. Ja, warum soll ich hässliche Sachen freischalten? Das geht klar. Einigermaßen. Nein, furchtbar. Yo. Der Fernseher muss dabei sein. Das sieht, ja, sieht gut aus. Ja, das ist das Beste bis jetzt. Vielleicht, du brauchst 31. Ja, ich glaube, je weiter man hintergeht, desto besser wird's. Ja, ich kaufe einfach mal alles Mögliche. Ja, geh ganz nach hinten. Ich glaube, das erste. Oh, das sieht cool aus. Ja, das ist mal eine Villa. So, das ist eine mal, Villa. Komm. Das mach mal. Yeah, nope. Geh mal nach unten, ganz nach unten. Ist auch ganz nett. Schön. Also es gibt schon so ein paar Gems. Man muss sie nur suchen gehen. Wie viele Schlüssel haben wir eigentlich? Nicht mehr viele, nur noch vier. Deswegen geh ganz nach unten, weil unten ist das heftigste Zeug. Ganz nach unten und jetzt geh nach die 73. Geh auf die 73, das ist bestimmt eine geile Villa. Nee, doch nicht. Royale Stühle. Ich find's auch blöd, dass man da nicht ein Vorschaubild sieht. Also man muss immer erst alles anklicken, um zu sehen, was es eigentlich ist. Das ist übelst nervig. Ja, eigentlich schon. Anstatt, dass man einfach von vornherein sieht, was man da bekommt. Gleich die Villa umbauen. Ja, klar. Hä, wieso geht's jetzt nicht? The fuck? Ich will sie umbauen, Alter. Ja, da musst du auf... Und auf neu gehen. Geh auf dieses neu. Ja. Bam. Ja, jetzt kannst du noch die Farben. Oder auch nicht. Das passt schon so. Der Rest kann so bleiben. Ja, gehen wir noch kurz ins Möblieren rein, damit man auch das mal gesehen hat. Kann ich jetzt hier überall irgendwas hinstellen? Ja. X ist Möbelmenü. Moment. Aber hier steht ja schon überall was rum. Ja, das ist so vorgemacht. Nee, das sind noch die Sachen, die wir gekauft haben. Hölzern.
Einfach so hingeklatscht. Hier braucht man noch einen Tisch. Du kannst auch runterscrollen, ne? Ja. Tisch mit Fernseher ist doch geil. Ja, aber den großen. Überall Fernseher. Bam. Ja, stimmt, ist voll unnötig, weil hier schon einer steht. Das ist für die, die nicht so gut die sehen können. Ja. Für die Kinder und das ist für die Eltern. Ja, eigentlich voll dämlich. Oder wir stellen den hier hin. Das ist sinnvoller. Ja. Ja, aber wie gesagt, das Richtige. Ja, das ist jetzt das einfach machen nur, wir später. Vielleicht machen wir das auch offscreen, weil ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ja, nicht. Eben. So kann ich das dann nicht hinstellen? Oh Mann. So, jetzt. So. Halt doch die Klappe. Das will immer noch nicht so, wie ich das will. Wieso ist so ein Schirm in der Wohnung? Ja, keine Ahnung. Ja, also so ungefähr. Das ist auf jeden Fall das Villenmenü. Alles klar. Aber jetzt geht's zurück ins Resort. Ja. Sieht schon heftig aus. Zurück im Schneeresort. Gerade war wieder eine Schatzmarkierung auf der Map. Deshalb würde ich das gerne mal in Angriff nehmen, zumal sich das auch in der Nähe unseres nächsten Zieles befindet. Du kannst ja gerne schon mal zur Aktivität gehen. Okay. Und ich guck mich dann hier um. Die Schatzmarkierung war irgendwo hier in diesem Bereich. Vielleicht da ist halt jetzt noch nicht genau, wo ich abbiegen muss. Ich hoffe, hier bin ich richtig, weil das sieht schon ein bisschen secret-mäßig aus. Vorsichtig. Nein! Nein! Oh, hier sind zwei geheime NPCs. So geheim. Die aber nichts machen, außer zu winken. Okay, um die kann es schon mal nicht gehen. Bei dem Baum ist auch nichts. Also ich bin da, wo die nächste Aktivität ist. Ja, dann lauf noch ein bisschen rum. Vielleicht findest du ja noch ein Foto oder so. Geht's hier runter? Ah. Ja, das sieht... Ich glaube, den Weg sollte man eigentlich zu Fuß nehmen. Nicht fahren mit dem Schneemobil wieder runter. Ist ah, da vorne! Ja, da ist echt? Ein goldener Triple Balloon. 300 Punkte. Zwar keine Schatztruhe, aber auch nicht schlecht. Ich glaube, nee, glaub, das war's. Ja, da bin ich jetzt durch. Ja, es ist ja auch cool genug, also das passt schon. Na gut, dann kannst du jetzt mit der Aktivität beginnen. Okay. Ich laufe hier nur auf dem Eis, das ist hier ein bisschen. Was ist das für ein Weg hier? Ach, jetzt geht's ums Eisangeln. Ja. Also soll ich ansprechen? Ja. Eisfische. Hä, wieso hast du es jetzt abgebrochen? Oh, scheiße, ich wollte es gar nicht abbrechen. Voll die schönen Lichter hier, ich mag das. Du willst Reis und was Eisfischen ausprobieren? Dann freut mich das. Es gibt nichts Schöneres als einen guten Fang. Beim Eisfischen bohrst du ein Loch ins Eis und versuchst Fische zu fangen. Es ist wirklich ziemlich aufregend und macht süchtig. Ja. Der einzige Haken, nicht überall beißen Fische gleich viel an. Ist ja klar, Fische tummeln sich viel lieber dort, wo keine Menschen sind. Also bleib nicht sitzen, sondern bohre lieber öfter neue Löcher. Selbst in guten Löchern gibt es irgendwann keine Fische mehr. Dann wird es Zeit, ein neues Loch zu bohren. Mach weiter. Tut mir leid, Curry. Du darfst nicht teilnehmen. Okay, angeln auf dem Eis. Bohre Löcher und sei im richtigen Moment an der richtigen Stelle, um einen riesen Fang zu machen. Löcher bohren auf A, drücken und danach Kreis bewegen. Kreis bewegen. Und die Angel heben auch auf A. Ja, okay. Was sind das für komische Spiele? In letzter Zeit. Sind halt an die Umgebungen angepasst. Ja, schon, aber... Naja, gut. Yeah. Wie schnell hat er das gebohrt? Ja, echt so. Ja, woran erkenne ich jetzt, ob da was ist? Ach, jetzt. Ah, jetzt.
Schade. Was? Bitte? Warum? Sind wir zu früh? Oder soll man A gedrückt halten vielleicht? Ja, ich glaube, man soll A gedrückt halten. Ja, okay. Hä, nein? Muss man zusätzlich noch drehen? Es stand doch Angel einholen nur A. Ja, eigentlich schon. Oder wir drücken zu früh, das kann natürlich auch sein. Ja. Das ist ja super weird. Komisch. Also ich habe jetzt gedrückt, wo dieses Ausrufezeichen erschienen ist. Ja, ich auch. Okay, ja, das soll man wirklich. Das ist auch richtig so. Ja, stand halt nicht in der Beschreibung. Hast du gerade ernsthaft 10 Fische auf einmal geangelt? Kann sein. Alles klar, ich habe 3 bekommen. Wie aus dem einen Loch gerade einer rausgesprungen kam. Voll witzig. Also geduldig sein, warten. Irgendwann wird schon was anbeißen. Ist quasi wie bei Pokémon, da kriegst du ja auch so ein Zeichen und dann sollst du drücken. Dann musst du drücken, aber irgendwie kommt bei mir nichts. Aber eben auch nur dann. Jetzt ist es gekommen. Na komm, Fischi. 4, 5, 6, 7. Ey, wie viel du immer angelst. Bam, kommt bei mir nichts. Jetzt, aber nur so ein kleines Ausrufezeichen, wahrscheinlich nur einer. Ist halt echt so. Ach man, ich werde immer verarscht. Immer dasselbe. Halt einfach nicht. Manu. So, hier kam aber gerade einer rausgesprungen, deswegen versuche ich da mal mein Glück. Ja, war mal eine gute Idee. Jetzt kommen mal mehr raus. Ja. 6 Stück. Geht klar. Ich gehe mal hier hin. 3, 4, das war auch gut. Wann endet das denn eigentlich? Ey, du kriegst immer so viele. 10. Ich habe das Gefühl, am Ende wirst du ungefähr die doppelte Anzahl haben. Nein, zu früh. Shit. Na komm, beißt an! Es gab aber auch schon spannendere Spiele, ernsthaft. Ja, ist echt so. Was soll das hier werden? Du darfst noch 4-mal angeln. Ja, es nützt mir nichts, wenn nichts anbeißt. Die wollen einfach nicht kommen. Aber hey, es ist wenigstens realistisch umgesetzt. Ich meine, im Real Life würden die auch nicht so schnell anbeißen. Wow, jetzt habe ich auch mal 10. Echt? Super. Wenn ich jetzt mit meinen letzten 3 Haken immer 10 kriege, dann könnte ich dich noch erwischen. Ich aber glaube nicht, dann. Dass es... Na komm. Ja, es könnten so 6, 7 sein. Na, nur 3, laber nicht. Ich glaube, ich darf nichts mehr. Nein, du hast ja auch keinen Haken mehr. So, hier drüben wurde noch kein Loch gebohrt, von daher erhoffe ich mir hier einen guten Fang. Kann man dich irgendwie stören oder so? Nee, du kannst mir zuschauen oder die Fische beschwören. Du hast zu früh gedrückt. Ja. Jetzt nur noch einmal. Wir haben es am Anfang echt falsch gemacht und voll viele verschenkt. Ja, wenn das auch nicht richtig erklärt wurde. So, dein letztes Mal. Das ist lame, ey. Wieder einfach nichts kommt jetzt. Das ist so lame. Aber jetzt ist es ja vorbei. Naja. Und der Typ hat gesagt, das macht süchtig und ist total spannend und also, krass. Ich finde es jetzt in welcher Welt ist das bitte der Fall? So, du hast 29... Ich hab noch mehr? Ach, weil auch in Größen unterschieden wird. Ja. Und du hast keinen einzigen großen, ich dafür 9. Freu dich. Bitte. Ich würde das belastend finden. Ja, finde ich auch. Aber kann man nichts machen. Krass. Oh, und schau mal, da bei der Schlucht ist scheinbar noch was versteckt. Mhm. Mhm.
Gehen wir gleich mal hin, ne? Ja. Weil sonst sind wir hier fertig. An sich schon. Na, wie haben sie heute gebissen? Die richtige Stelle ist ja schon zum Eisfischen. Aber man braucht auch viel Glück. Man hat's gemerkt. Ja. Im Juli, das sind voll viele Fische. Da dürft ihr euch auch mal einen von denen auf den Grill schmeißen. Danke.